So, hallihallo, liebe Leute, zu Folge 6 von Darkest Dungeon. Wir müssen mal gerade noch sehen, dass wir Shirley in ein... ja. Nein, meine Flagellation hatten wir. Pray, Meditation. Dass wir die mal hier ein bisschen... im Kloster ein bisschen auf Null wiederbringen. Problem ist, das gleiche gilt für Lydie, dann haben wir keinen Heiler mehr. Kacke! Ohne Heiler losgehen will ich aber eigentlich auch nicht, das ist nicht so cool. Guck mal, wenn man in der hier Stress verliert, verliert die Affliction, okay. Also einmal Stress überhaupt verlieren, dann ist das wieder alles gut, Entspannung sozusagen. Okay, das ist schon mal was Gutes zu wissen. Und die anderen haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel Stress. Kann ich das noch hier Kloster machen? A little hope, however desperate, is never without worth. So, upgrade weapons. Ah, hier brauche ich jetzt mal den Quatsch. Hier, ich brauche, muss das mal machen, diese ganzen Room Battles, weil ich brauche hier diese hier, wie heißen die? Deeds. Deeds brauche ich. Also. Devil Position 1 oder 2 ist ihm egal. Es geht alles um Position 1 oder 2. Dann nehme ich den dahin mit. Dann nehme ich Lilith als Fernkämpfer mit. Der gerne auf die 3. Dann nehme ich den damit. Trap 15. Trap 10. Trap 20. Ist alles nicht so viel. Kopie will ich eigentlich nicht nochmal mitnehmen. Dann haben wir hier, da haben wir Trap 25. Bei Traps sind wir nicht so geil dran. Kommen wir jetzt, das ist erstmal egal. Ich frage, ob ich nämlich Lydia als Heilerin mit. Trap 10 ist genauso nicht so geil. Und ich nehme halt doch lieber Hardcore 6 und die mit. Der hat nämlich Traps. Oh, 30. Nicht so viel besser. 50, Eulenspiegel. Nehme ich Eulenspiegel mit. Dafür Rotfeder entweder ganz hinten als Heiler, was kacke ist, weil er kann gar nicht heilen. Oder Lüdi ganz hinten als Heiler. Kann ich nur versuchen. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. 100% Room Battles soll ich machen. Hier denke ich reichen 8. Hier denke ich, wie ich hinherrennen muss. Nämlich über 12 mit sicherheitshalber. Und den Schlüssel habe ich noch nie gebraucht. Mal mitnehmen. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja hier was. Was ich aufschließen kann. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Lass mal da hingehen. Let us burn out this evil. Na herrlich. Erstmal direkt die Dingens verbraucht. Loot. Cool. Und ein Kampf. Ah, surprised. Greif trotzdem den Nahkämpfer an. Das finde ich interessant. Range-based Attack. Sechs Schaden. Was dann? Gedodged, das ist sehr gut. Kann nur ein Party hier machen, sonst kann sie nichts machen. Problem ist, ich mache lieber ein Party hier. Der muss eigentlich bloß nach vorne. Er darf nur einen Platz. Oh fuck. Oh fuck. Na, oh, dann springt sie nach vorne. Toll. Hat er viel gebracht. Judgment. Confidence surges as the enemy crumbles. Der wird gedodged. Bist du mal tot hier? Press this advantage. Give them no quarter.
So, jetzt will ich aber dich wieder hier vorne haben. Ohne Witz. So. Scouting. Das sieht relativ gut aus. Oh, da gab es eventuell eine Menge Loot, den ich verpasst habe. Schade. Oh, fuck. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Malformed with misintent. Ich hätte deutlich mehr von den Dingern gebraucht. Doom denied von. Alter, das ist echt anstrengend. Quatsch die ganze Zeit nur Bullshit. Prozent of Room Battles. Licht jetzt verbrauche. Left Luggage. It's trapped. Blight. This is device glorious. Ist echt am Nerven. Vier bis sieben. Macht auf jeden Fall nicht tot. So bis vier. Throne Dagger. 4 bis 7 Schaden. Nice. Man kriegt selbst einen Buff. Plus 5. Genauigkeit. Diese Stress für Incarnation immer. Leg mir das da. Ich sind so grievously. I don't want to die here. Dodge. Schade. Beide anbrüllen. Was dann? Wobei noch nicht wehtun. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Renfield the old gods. There. Ekelhaft. Ah, NHP. Wirklich. Beide dodgen. Ich wollte halt da nur den töten, weil ich brauche nicht so viel Schaden gegen den. What terrible strange. Ist das schrecklich? Vielleicht ein Vegas? Nein. Machen wir ja mal weg. Hilft ja nix. Gut, dass ihr leid. Markt. Der ist wegen leid. Wird wohl noch nie gestunt. Und plus Light gab's. As victories mount, so too will resistance. Yeah. Human Eldritch. Was ist denn für Viecher? Ihhh. Vergiftung. Ekelhaft ist. Hätte ich das bringen würde? Gesicht. Rain of Blight, ekelhaft. Töten. Um die
beiden erstmal verurteilen. So, egal. Das ganze Bleizeug. Oh, das war der Einzelheal. Whoops, das war falsch. Das wird schlecht. Warte, haben wir noch 11. 10 Schaden. Reicht doch aus, den blöden Quatsch. Yes, your pain makes you powerful, Alter. Das ist so behindert. Sehr gut. Und den auch noch gleich töten. Nicht töten. Wir können haben ja bitte Holy Flame. Oh ja. Was? Das ist ein bisschen doof. Oh. This expedition at least promises success. So, du gehst dahin, du gehst dahin. So. Du musst auf. It's trapped. Ist ja nie so perfekt gelaufen. Surprised. Bedeutet was? Ich darf zuerst angreifen? Ich darf erstmal heilen, meinst du? Für den mal der 8. Lunge ist das nach vorne springen, ne? 5 bis 9. So bis 4. Crit 10. 4 bis 7. Schade. Wieder dran ist. Jawohl. Beide, jawoll, perfekt. Perfekte Combo, ja. Mein Blood will purify you. Ja, kann man so das Heilen als Blut ausgeben an sie, ist dann eventuell schon irgendwie. Jup, 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 jup. Jup, jup. Was dodgen sie da so? Shit. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Darauf auf den Crit ist echt ekelhaft. Decimated. Take all. Er hat nicht einmal Hunger. Das ist voll schrecklich, wenn man einen Haufen Essen mitgenommen hat. Take all. Weiterlaufen. Ah, Room Battle. Hätte es mal vermuten können. Au! 5er Kritten. Rabby Rush. Ich spring immer nach vorne. Na ja, das. Ich spring immer nach vorne beim Angriff. Wir können alle angreifen anscheinend. Der war schön. Fünf bis zehn. Schade. Silas Accusation. Beide tot. Jawohl. Hälfte schon mal getötet hier. Sechs bis sieben. Und einfach nur fünf. Dodge, sehr gut. Die kann echt gut dodgen anscheinend.
wenn ich mit 10 Schaden von Gold, also 9 mehr oder weniger gegoldet habe. Stunning Blow. Hab ich ja doch. Wie hab ich das nicht realisiert, dass ich den hab? There will be no blood left for the leeches! Und. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. So, jetzt kann ich den nochmal hier reingucken lassen. Nothing found. Es gibt keine Room Battles mehr. Ich könnte also rausgehen. Würde ich auch tun. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. Meine Fresse, habe ich viel bekommen. Für den Schilden. Boah, eine Güte. 20 Schilder. Nett. Und 6000 Gold insgesamt. Das ist ziemlich gut. Level up. Ja, für jede erfolgreiche Quest bekommen Heroes XP. Und da diese XP, also Resolve XP, bedeutet das Level für den Hero. Und dieses Level zeigt halt den, wie gut er ist, ob er ein Veteran ist oder nicht an. Und dadurch bekommt er direkt Stressresistenz gegen alle möglichen Horror-Schrecken, die ihr in den Dungeon findet. Okay, und ein niedriger Level-Held wird ziemlich schnell dem Stress erliegen, der in den höheren Schwierigkeitsgrad oder höheren Sachen ist. Simpson Disease Resistance. Nein, minus Simpson Disease Resistance. Reverence, plus 15 Damage, 5%. Beer is the crushing guilt of the deeds real and imagined. Okay, also immer wenn ich Deeds finde, kriegt er irgendwie Probleme, vermute ich mal. In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Und entfernt. Ja, würde ich sagen, das war Folge 6. Ich steck sie noch schnell. Flagger Light. Bitte, bitte, bitte. Oh, sehr gut. Ich steck sie noch schnell da rein. So. Dahin stecke ich noch den Eulenspiegel. Das ist wahrscheinlich auch mal am besten. Trink mal was. Soweit ich weiß, kann ich nicht beim Spielen, können die meine Sachen verlieren, die ich habe, meinen Loot sozusagen. Das schicke ich mal hier. Gambler. Ein Town will not gamble, aha. Ne, will only gamble. Oh shit. Gut, ist gerade Gamblen freigelassen, glaube ich. Das Gamble. So, die anderen haben nichts über die Hälfte. Da muss man, glaube ich, nicht zwangsläufig sie schicken. Irgendwohin. Ja, würde ich sagen, das war's für Folge 6, wie gesagt. Und bis bald. Bleibt mir treu und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin mir zuschaut. Dankeschön.